Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Querpass, dem Fanmagazin des FC Carl Zeiss Jena, für den sich die Regionalliga so langsam aber sicher dem Ende neigt. Zwar blieb beim vorletzten Auswärtsspiel dieser Saison gegen Neugersdorf der erhoffte Dreier aus, aber immerhin brachte die Zeiss Elf in einem Spiel, wo mal wieder mehr drin war, ein 1:1 Unentschieden mit nach Hause und das trotz angespannter Personalsituation. So musste Jenas Coach Volkan Uluç neben den verletzten Spielern auch auf Arthur Merkel und Maximilian Wolfram verzichten, die mit der Jenaer U19 in Hamburg den so wichtigen Klassenerhalt sicherten. Und auch das Pokal-Halbfinale zwei Tage vor dem Punktspiel dürfte der Jenaer Mannschaft gegen Neugersdorf noch in den Knochen gesteckt haben. Nur 14 Feldspieler und zwei Torhüter hatte Volkan Uluç für den Ausflug in die Oberlausitz zur Verfügung. Neben dem gelb gesperrten Maximilian Schlegel musste Jenas Cheftrainer auch auf Merkel und Wolfram verzichten, die für den Klassenerhalt der A-Junioren ran mussten. Während René Eckert und Philipp Kristic nach wie vor verletzungsbedingt pausieren, konnte Johannes Pieles in dieser Woche schon wieder mittrainieren. Wirkliche Entwarnung im FCC-Lazarett gibt es deswegen aber noch lange nicht. Im Gegenteil. Wer wahrscheinlich noch ausfallen wird, ist Justin Gerlach. Bei dem sieht es halt nicht so gut aus, weil er eine Entzündung in den Leisten hat. Den hat das Spiel in Neugersdorf wirklich nicht gut getan. Ja. Und das sind ja immer so. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwann dann mit 8, 9 Spielern dastehen, was hoffentlich nicht passieren wird. Deswegen müssen wir jetzt die Tage wirklich aufpassen, weil unser großes Ziel ist das Finale und da werden wir kein Risiko eingehen. Der Thüringer Landespokal ist nicht nur das erklärte Saisonziel des FC Carl Zeiss Jena, sondern auch ein Grund dafür, warum man der Mannschaft das 1:1 in Neugersdorf so hoch anrechnen muss. Denn eine wirkliche Regeneration nach dem kraftraubenden Halbfinale gegen Nordhausen gab es kaum. Die Ansetzung der verschobenen Pokalpartie zwei Tage vor einem Ligaspiel sorgt deswegen nach wie vor für Unverständnis. Ich erlebe das jetzt in meiner Laufbahn auch zum ersten Mal, dass man Mittwoch ein Pokalspiel hat, einen Tag frei und danach in der Liga wieder spielen muss. Ich weiß nicht, wer für diese Ansetzung verantwortlich sind, aber das ist unmenschlich. Ja. Also ich habe auch Spaß gesagt, der die Ansetzung verbockt hat, den musstest du eigentlich auch zweimal 90 Minuten über den Platz scheuchen, damit er mal weiß, was das eigentlich für eine Anstrengung ist. Beim Spiel gegen den SV Babelsberg 03 gilt es für den FCC, das zu schaffen, was den Gästen zuletzt bei Germania Halberstadt schon gelungen ist. Eine sieglose Durststrecke zu beenden und damit wieder Kraft und Selbstvertrauen für das Pokalfinale Ende Mai zu sammeln. Denn um nichts anderes geht es mehr beim FC Carl Zeiss, der nach einer missratenen Rückrunde den Anschluss an die Tabellenspitze schon lange verloren hat. Mit der Entwicklung der deutlich verjüngten Mannschaft ist Volkan Uluç, dessen Amtszeit als verantwortlicher Cheftrainer nach dieser Saison endet, trotz der zuletzt enttäuschenden Ergebnisse in der Regionalliga im Großen und Ganzen aber zufrieden. Ich habe auch am Anfang gesagt, dass ich dieses Jahr dazu nutze, um eine Mannschaft aufzubauen, und das haben wir gemacht. Wir haben wirklich tolle Spiele abgeliefert, wir haben vielen Menschen Freude bereitet und das werden wir jetzt mit dem Finale zum Saisonschluss auch nochmal machen. Ja. Und deswegen bin ich da zufrieden. Natürlich hätte ich gern noch den einen oder anderen mehr, dann hätte sich das einen Tick schneller entwickelt, auch in der Rückrunde, aber das ist jetzt Geschichte. Ähnlich wie in der letzten Saison geht es auch bei den letzten Spielen in diesem Jahr nicht mehr um wirklich wichtige Regionalliga-Punkte, sondern vor allem um die Vorbereitung auf das Landespokalfinale. Und in diesem Wettbewerb kann der FCC in diesem Jahr Geschichte schreiben. Denn mit einem Sieg könnte der Titelverteidiger nicht nur das erste Triple perfekt machen, sondern in Sachen Pokalsiege auch mit dem Erzrivalen aus der Landeshauptstadt gleichziehen. Ja, in der vergangenen Woche hielt der FCC so manche Personalie parat und erfreute die Fans zum Beispiel mit der Nachricht, dass die Verträge von Mannschaftskapitän René Eckert sowie von Eigengewächs Dominik Bock um 2 weitere Jahre an den Kernbergen verlängert wurden. Darüber hinaus gab der Verein mit Kennifer Hune den Nachfolger des im Amt des Sportdirektors zurückgetretenen Vereinspräsidenten Lutz Lindemann bekannt. Christian Uhlmann hat mit dem 43-jährigen Belgier gesprochen. Herr Verhune, am Anfang erstmal vielleicht 1, 2 Worte über Sie privat. Wer sind Sie? Ich bin Kennifer Hune. Schon gut ausgesprochen, danke. Ich bin 43 Jahre alt, ich bin geboren in Belgien und ja, bin verheiratet, habe 3 Kinder. Wie kam der Kontakt jetzt nach Jena zustande? Über E-Mail, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich habe, also mit meiner Frau haben wir zusammen gewohnt, verschiedene Jahre in Belgien, 14 glaube ich ungefähr. Und haben uns irgendwann mal die Gedanken gemacht, wenn wir noch mal zurück wollen oder wenn meine Frau mal zurück will nach Deutschland, dann muss es sein, dass unsere Kinder noch nicht zu alt sind. Und ja, dann eigentlich letztes Jahr ging meine
oder bei meinem Verein habe ich gesagt, es hört auf hier, weil mir die Ambitionen da fehlten und ich als Trainer mich weiterentwickeln wollte. Und na gut, habe ich mir beworben bei verschiedenen Vereinen eigentlich hier in der Region und einer von mir jener. Aber Sie waren Trainer, haben Sie sich auf die Stelle des Trainers beworben oder auf die Stelle des sportlichen Leiters? Nein, ich habe mir eigentlich nur angemeldet, dass ich einen Job gesucht habe im Fußball. Und ja gut, dann kam da die Reaktion, dass vielleicht eine Möglichkeit hier wäre. Habe ich mir alles angeguckt hier und ja, eigentlich, wenn ich hier am Eingang gefahren bin, hatte ich dann eigentlich schon entschieden, dass ich das gern machen wollte. Okay, es ist also am Ende Jena geworden. Jetzt ist die Situation hier in Jena ja alles andere als einfach im Moment. Wo sehen Sie denn als sportlicher Leiter momentan Ihre dringendsten Aufgaben? Ja, ich meine, ich denke, dass ich einen Vorteil habe. Also ich habe eigentlich keine Vergangenheit hier. Also ich kann mich voll konzentrieren auf Objektiv, auf was ich für gut halte und meine Arbeit einfach leisten. Ich denke, dass es ein Vorteil ist. Was meine ich damit? Situationen. Ich höre auch Leuten reden viel über Jena. Ich weiß eins, Jena ist ein großer Verein. Also für mich ist Jena ein großer Verein mit vielen Möglichkeiten. Warum das vielleicht so ist jetzt, ist für mich auch eine Frage. Und das würde ich nach und nach versuchen rauszusuchen. Aber erstmal konzentrieren, wie Sie sagen, auf meine Arbeit sportlich erstmal. Steht ein super, aus meiner Sicht, ein super Team vom Trainern, nicht nur oben eigentlich, aber den ganzen Nachwuchs, weil da war ich ja tätig bis jetzt. Da sind so viele Möglichkeiten, so viel Potenzial in den Trainerstäbe eigentlich. Ich sage, ja, es freut mich sehr. Ich freue mich riesig auf die Aufgaben. Ob mir das gelingt, was vorgesehen ist, das werden wir dann später rausfinden. Na, was ist denn vorgesehen? Also das ist ja jetzt momentan augenscheinlich eine der großen Fragen in Jena. Ist es der schnelle Aufstieg oder ist es das, wo es doch Vermutungen gibt, dass Jena sich zu einem Farmteam entwickeln soll für die anderen Mannschaften, in denen Roland Duchatelet beteiligt ist? Was soll es werden? Geht es um die erste Mannschaft oder geht es darum, hier ein Nachwuchszentrum zu entwickeln? Nein, es geht hundertprozentig, ein Nachwuchszentrum weiterzuentwickeln. Ich würde nicht sagen zu entwickeln, weil wie gesagt, es steht schon viel. Also sind viele Sachen schon gemacht. Warum es da schiefgelaufen ist oder warum es noch nie so läuft, wie wir wollen, das würden wir rausfinden. Aber es ist tatsächlich so gemeint, dass wir aus dem Nachwuchsbereich so viel wie möglich Leute rausholen. Ich denke, dass auch mehr und mehr Vereine den Schritt machen werden. Aber ich bin jemand, ich glaube fest an Ergebnisse gestalten sich aus tagtäglicher Arbeit. Und ich denke, dass da noch viele Möglichkeiten sind. Also ich finde, dass da noch viele Möglichkeiten sind. Es sind auch keine großen Sachen, aber nur Detailarbeit manchmal, wo wir noch viel rausholen können. Aber Ziel ist es schon auch, dass die erste Mannschaft des FC KSC Jena irgendwann mal wieder Höherklasse spielt. Oder ist das egal am Ende? Nein, das denke ich nicht, das weiß ich sicher, dass es nicht so ist. Natürlich nicht. Ich meine, ich bin auch hierher gekommen, weil ich weiß, dass Jena hat auch eine große Geschichte, auch in Belgien. Ich meine, aber es ist so, Geschichte ist eins, man muss versuchen, da wieder dahin zu kommen, wo man denkt, dass wir gehören. Und natürlich ist das große Ziel. Aber wie gesagt, ich glaube, dass tagtägliche Arbeit auch dazu hinführen kann, dass man da kommt, wo man eigentlich vorhat, hinzukommen. Also es wird auf gar keinen Fall sein, dass wir sagen, wir müssen jetzt aufsteigen. Auf jeden Fall nicht nächstes Jahr, vielleicht auch nicht übernächstes Jahr. Wenn die Möglichkeit da ist, müssen wir uns das wieder überlegen. Aber ich habe nicht das Ziel, einfach nur zu sagen, wir mussten da oder dahin. Ich habe das Ziel, dass unsere Mannschaften noch besseres Fußball bringen. Und dann würden die Ergebnisse aus meiner Sicht automatisch folgen. Sie haben gesagt, es sind eigentlich in vielen Bereichen nur kleine Punkte, kleine Sachen. Was wäre das zum Beispiel? Ja, das kann ich nie 1, 2, 3 jetzt erklären. Ich meine noch besser überlegen. Sind Spielsituationen, was man sich überlegt, Trainingsformen zum Beispiel, wo ich dann sage, ja, vielleicht muss man noch mal gucken, stimmt das Detail da? Also das war auch von Anfang an so gemeint, dass ich mal mit anderen Augen ein bisschen gucke. Also ich habe ja meinen Trainerschein auch aus Belgien oder selber als Profi in Belgien gespielt und Holland als Trainer.
wo vielleicht doch ein bisschen andere Herangehensweisen sind im Fußball. Und das war auch von Anfang an so gemeint, dass ich das mache. Das habe ich auch gemacht. Und ja, jetzt werden wir sehen, was wir da also gemeinsam da überlegen, weil das ist für mich das Wichtigste von allen. Ich habe, wenn wir uns überlegt haben, wer macht was im neuen Modell, war ich froh, dass das unter die Kollegen auch gesagt wurde, ja, du kannst das machen, aber ich habe von Anfang an gesagt, ich würde es nicht alleine machen, auf gar keinen Fall. Das heißt, wenn es nächste Saison funktionieren kann, soll dann nur im Team auch mit dem dann zuständigen Trainer? Ja, aber nicht nur mit dem Trainer, ich denke mit allen, was da rum sitzen, auch mit Fans, auch mit Sponsoren, auch mit allen, was Jena sind. Einfach so, also ich meine, ja, das ist wirklich meine Überzeugung und nur dann wird man aus meiner Sicht auch langfristig auch Erfolg haben können. Na, dann drücke ich mal die Daumen und wünsche viel Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben. Danke. Der vielleicht nicht jedem gegenwärtige Götz Werner meinte einst, Umsatz ist der Applaus der Kundschaft. Also Vorhang auf für die Werbung. Plakette gefällig? Diese gibt's auch bei der GTÜ. Wir führen Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Änderungsabnahmen an Ihrem Fahrzeug durch. Ihr Vertragspartner der GTÜ, IBC Ingenieurbüro Jan Zimala, Daimler-Benz-Straße 1 in Jena. Lassen Sie sich keinen Tarifbären aufbinden. Jetzt vergleichen und ganz entspannt Vorteile entdecken. Gleich informieren und echte Preisgarantie sichern. Auf www.strom2018.de. Einfach besser wohnen. Bei der Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau Gera EG. Für jeden Anspruch die passende Wohnung. In Gera und Jena. Das ist Anja. Anja kennt keine Limits mehr. Mit ihrem neuen Kabelanschluss ist Anja den anderen immer eine Idee voraus. Sie surft superschnell im Internet nach Trends, telefoniert Tag und Nacht und das unbegrenzt günstig. Mit der Zweierkombi kommt sie überall ganz groß raus. Bestellen Sie jetzt die Zweierkombi von Tele-Columbus ab 19,99 im Monat. Alles richtig gemacht. Tele-Columbus. Psst, jetzt auch mit Mobilfunk. Training, Wettkampf oder Freizeitsport, Ausstellung, Börse oder Veranstaltung. In unserer hellen, barrierefreien Dreifelderhalle am Jänzigweg ist vieles möglich. Mittels mobiler, schalldichter Trennwände kann die hochmoderne Halle schnell in drei Felder geteilt werden. Ausreichend Parkplätze, moderne Sanitär-, Dusch- und Umkleideräume sowie ein Cateringraum komplettieren die funktionale Ausstattung. Rufen Sie uns an unter 400 330. Wir freuen uns auf Sie. Fußball in Neugersdorf, das ist auch ein bisschen wie eine Zeitreise. Etwas für Romantiker, Fußballromantiker. Jetzt kann man mir vielleicht vorwerfen, ich sage das doch nur, um es mir schön zu reden. Ja, kann sein, aber wer mit offenen Augen durchs Leben geht, der entdeckt manch krudes Kleinod. Wie zum Beispiel dieses Ballvorhaltegestell aus handgeflochtenem Armierungsstahl, eine Oberlausitzer Innovation. Und ob die Toiletten in Neugersdorf ähnlich innovativ waren, sehen Sie jetzt. Alles klar, danke. Ist
Labyrinth. Kann es schön sein? Ich muss mich erstmal entschuldigen. Wir haben nämlich eine Familie aus Jena. Die Familie B aus Jena hat sich beschwert und hat gesagt, dass die letzte Bewertung, und zwar für die Toilette in... Wo waren wir zuletzt? Wo waren wir zuletzt? Christoph? BRK. Beim BRK im Poststadion. Dass die Bewertung schlecht gewesen wäre von mir, das stimmt. Ich habe nur 3 Klobürsten verteilt, gemeinsam mit Ulle. Das ist eine Sauerei. Das war nämlich geil. 4 Klobürsten im Nachgang. Müssen wir heilen, auch wenn man das hier sieht im Vergleich. Und diese eine Bürste, die wir jetzt dort aufgepackt haben, im Poststadion in Berlin, die müssen wir hier allerdings wieder abziehen. Das ist ja ganz klar. Wir haben das nur einmal zu verteilen. Wenn man es denn gefunden hat, eine feine Sache. Wir schauen mal rüber, schon wieder ganz fertig. Ist er nicht. Deswegen Vorsicht. Ich finde es ausreichend, oder? Christoph, sag was. Ja. Sauberkeit, okay, es ist ein Damenspiel. Könnte mal gespielt werden, aber das liegt ja jeder selbst. Ansonsten, hier, Achtung, Seife. Ist da. Hier kann man sich die Hände verbrennen, habe ich schon versucht. Wie ist es angenehm temperiert? Ich sage, das ist in Ordnung. Das sind nette Leute hier. Wir vergeben, auch um den BRK zu ärgern, 4 Bürsten. Kommen wir zur Auflösung unseres Gewinnspiels. Wir fragten in der letzten Sendung nach dem neu gegründeten Violett-Weißen Traditionsverein aus der Geburtsstadt Mozarts, der aktuell in Österreichs zweiter Liga kickt. Richtige Antwort: Austria Salzburg. Das wusste auch Tobias Franz, der sich über 2 VIP-Karten für das Pokalhalbfinale unseres FCC gegen Nordhausen und natürlich den Sieg der Zeiss Elf freuen durfte. Und damit kommen wir zur neuen Gewinnspielfrage. Welche Besonderheit weist die Flutlichtanlage der Heimspielstätte des SV Babelsberg 03 auf? Zu gewinnen gibt es 2 VIP-Karten zum letzten Saisonspiel unseres FCC am 21. Mai gegen Germania Halberstadt. Ihre Antwort senden Sie bitte an aktion@jenatv.de. Einsendeschluss ist der 18. Mai. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Ja, liebe Zuschauer, wäre es nicht schön, am Freitagabend im Ernst-Abbe-Sportfeld seinen Tribünennachbarn mit allem Wissenswerten über den SV Babelsberg 03 mal so richtig voll zu quatschen? Oder dem ewigen Klugscheißer nebenan mal eine Frage zu stellen, die garantiert nur Sie beantworten können? Tom Dippmar, Heiler, Libero, Lebenshelfer, er versorgt Sie jetzt mit dem nötigen Rüstzeug, die Gegnervorstellung. Der Sportverein Babelsberg 03 wurde in seiner jetzigen Form 1991 gegründet. Als Vorgänger des Clubs gilt der 1903 entstandene Sportclub Jugendkraft. Als BSG Karl Marx, SC Potsdam und BSG Motor tingelten die Babelsberger zu DDR-Zeiten zwischen Bezirks- und DDR-Liga hin und her. Nach der Wende begann der Club in der Landesliga, seit 2003 ist er in Liga 4. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte gelang gut 10 Jahre nach der Wende. 2001 stiegen die 03er in die zweite Bundesliga auf, aus der sie aber nach nur einem Jahr als Tabellenletzter wieder abstiegen. Außerdem sind die Filmstädter mit 8 Titeln Rekord-Brandenburg-Pokalsieger. Den 11. Platz aus der vergangenen Spielzeit können sie 2015-2016 sogar toppen. Mit 46 Punkten aus 31 Spielen liegen die 03er derzeit auf Rang 8. Mitverantwortlich dafür ist die viertbeste Defensive der Liga. Das merkte auch der FCC, der im Hinspiel über ein torloses Remis nicht hinauskam. Und auch im letzten Gastspiel im Ernst-Abbe-Sportfeld trennten sich beide Teams unentschieden. Hettich und Zimmer sorgten noch vor der Pause für die Tore. Trainiert wird die Mannschaft von Cem Effe. Der 37-Jährige stieg im Sommer 2013 vom Co. zum Cheftrainer auf und betreut die Mannschaft seitdem. Der treffsicherste im Team ist Andis Schala. 12 Saisontore hat der Stürmer auf dem Konto, der einst für anderthalb Jahre für den FCC kickte. Einen Treffer weniger hat Sturmpartner Matthias Steinborn bislang erzielt. Angesichts seiner zusätzlich 6 Vorlagen ist er aber für die gegnerische Defensive vielleicht sogar noch etwas gefährlicher als Schala. Über den rechten Flügel läuft bei Babelsberg vieles, besonders wenn sich Rechtsverteidiger Severin Niem einschaltet. Ein Saisontor ist zwar nicht allzu bemerkenswert, jedoch hat er bereits 6 Treffer seines Teams direkt vorbereitet. Musik.
Liebe Zuschauer, das war sie, die neueste Ausgabe von Querpass, mit der wir Sie hoffentlich gut auf das nächste Heimspiel unseres FC Karlsruhe Jena einstimmen konnten. Wir wechseln jetzt wieder in den gebräuchlichen 2-Wochen-Rhythmus und sehen uns am Freitag vor dem letzten Heimspiel unseres FCC gegen Halberstadt wieder. Bis dahin wünschen wir dem FCC wie immer maximale Erfolge und Ihnen eine schöne Zeit. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und sagen bis dahin Tschüss und auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.